Russland hat das Gas abgedreht. Ja. Und ich erinnere mich jedenfalls noch gut dran, wie wir durch den Winter kommen mussten. Forderung, man muss nicht immer duschen, der Waschlappen ist eine gute, brauchbare Erfindung. Das ist selber nicht. Und ja. Die Lehre aus dem, was ich gesagt habe, sowas darf man einfach nicht machen. Ja. Man darf nicht Zahlen in die Welt setzen, für die man selber nicht herstellen aber kann. Lassen, was das alles bedeutet. Wie wirkt das denn auf Sie? Ich meine, jeder hat seinen Stil. Ja, bei Maischberger war ein gewisser Kretschmann, unser Waschlappenminister aus Baden-Württemberg, eingeladen. Und ja, was soll ich sagen zu seinem Auftritt? Er hat sich dort bewegt zwischen, ja, überraschenderweise Selbstreflexion und auf der anderen Seite aber auch kompletter Realitätsverweigerung. Und dahingehend schauen wir mal eine erste Szene rein zur Migrationspolitik, was er dahingehend sagt. Machen die Grünen in Berlin Minderheitenpolitik? Ja, ich meine, dass die Grünen sich besonders für Minderheiten einsetzen, ist jetzt wirklich nichts Neues. Ja? Ist das die gut Frage, oder schlecht? Bitte, das ist prinzipiell gut und ist ein Gebot des Grundgesetzes. Mhm. Also das ist jetzt keine Erfindung von uns. Die Grünen machen sich deshalb besonders zum Anliegen. Ich glaube, sie spielt da etwas auf die ganze Migrationspolitik ab. Mhm. Ich glaube, da waren wir nicht wirklich klar genug, dass man eben irreguläre Migration begrenzen muss, die reguläre verflüssigen und dass man das doch deutlicher voneinander trennen muss. Sonst kommt da alles zum Schluss durcheinander. Ja, und das ist einfach der Fall, man muss einfach mal schlicht sehen. Das Recht auf Asyl ist für politisch Verfolgte, dafür ist es gemacht, steht im Grundgesetz. Aber es gibt kein Recht auf Freizügigkeit in der ganzen Welt. Freizügigkeit gewährt ein Staat für seine Bürgerinnen und Bürger oder die EU für alle EU-Bürger. Man kann nicht einfach hin, wo man will, aus welchen Gründen auch immer, es sei denn, man ist verfolgt. Und das muss man einfach klar trennen, sonst überlastet man das ganze Asylsystem und dann zum Schluss bricht es, weil es dafür nicht gemacht ist. Ja, an dieser Stelle muss man ihm zugutehalten, dass er doch durchaus für einen Grünen sehr selbstreflektiert zu dieser Frage geantwortet hat. Auf der anderen Seite wurde er aber auch gefragt, wie es jetzt mit den Syrern aussehe nach dem Sturz von Assad. Und da hat er natürlich mal wieder ins typische grüne Horn geblasen. Schauen wir jetzt aber mal, was er zu einem Robert Habeck und seinen Küchentischgesprächen sagt. Dass es Menschen, die jetzt aus Perspektivlosigkeit zu uns kommen, was ich ja gar nicht kritisieren will, dass die das machen, aber das können sie nicht übers Asylrecht und da muss man einfach klar sein. Und da waren die Grünen in Berlin ihrer Meinung nach ein bisschen zu abgehoben, kann man das so formulieren? Nein, da waren sie nicht klar. Nicht klar. Es gibt ja einen, der jetzt Wahlkampf macht für die Grünen, der hat sich entschieden, einen Wahlkampf zu machen, wo er versucht... An der Stelle interessant... Und muss ich tatsächlich mal sagen, ja, hat er recht, ne? Problem ist nur, dass es ein bisschen spät kommt, das Ganze, und dass man sich ja durchaus wünschen würde, dass der Herr Kretschmann das mal ein bisschen früher hätte öffentlich verkünden sollen und ein bisschen stärker hätte kritisieren sollen. Dass diese Erkenntnis, die ist offensichtlich, die kennen wir ja mittlerweile schon seit Jahren, aber nie wurde ja etwas gemacht. Ja, man hat diese Politik ja mitgetragen. Aber so ist das halt, ne? Versucht so bürgernah wie nur irgend möglich zu sein. Robert Habeck heißt der Mann. Er macht Küchentischgespräche. Ausschnitt aus einem, das er gerade geführt hat. Hier ist es ein Besuch im Pflegeheim. Hallo. Robert Habeck. Ja. Guten Abend. Oder mit Robert. Mit Robert gesprochen. Sie sind ja jetzt per Du. Die Klaviermusik ist fantastisch und sagt einem auch gleich, was man denken soll. Ist sie in Ordnung, so einen Spot zu machen? Ich kann es nicht beurteilen, weil diese Passage haben mir jetzt gar nichts persönlich gesagt. Es und ich muss mir das erst erklären lassen, was das alles Wie bedeutet. Wie wirkt das denn auf Sie? Ich meine, jeder hat seinen Stil und macht das, wie er es für richtig hält. Mhm. Diplomatisch.
Also richtig begeistert schauen Sie nicht aus. Nein, ich meine, ich hätte es jetzt so nicht gemacht. Natürlich sind diese ganzen Küchentischgespräche einfach nur Wahlkampf, Selbstinszenierung. Es geht tatsächlich nicht darum, mit dem normalen Bürger ins Gespräch zu kommen und tatsächlich auch mal entgegengesetzte Meinungen und Haltungen sich anzuhören, sondern wie gesagt zu Selbstinszenierung. Das weiß auch ein Kretschmann. Er will es hier nicht ganz so deutlich sagen, aber man kann schon sehen, dass er auch nicht allzu begeistert ist von diesen Küchentischgesprächen. Das sollte es aber auch dann gewesen sein an ja, fundamentaler Kritik gegenüber einem Robert Habeck, wie folgende Szene zeigt. Ja. Aber ich meine, jeder hat einfach seinen Stil, okay. Und das ist auch in Ordnung. Das ist der Wirtschaftsminister. Das ist der Minister, den viele dafür verantwortlich machen, dass dieses Land gerade in der zweiten Rezession in Folge steckt, dass eben die wirtschaftliche Lage und auch die Stimmung, wie wir gerade gesagt haben, so ist, wie sie ist. Ist das denn richtig, dass er dafür der Verantwortliche ist? Ich meine, ich finde das sehr weit hergeholt. Ich meine, man muss die Wahrheit schon in den Tatsachen suchen. Ja. Jetzt schaue ich mal die Krise in der Automobilindustrie an. Mhm. Die hat einen ganz klaren, hat viele Gründe, aber einer ist ganz klar. Die Automobilindustrie verkauft innerhalb weniger Jahren viel weniger Autos in China als hier. Ja, zusammengefasst sind die ganzen Probleme in Deutschland auf jeden Fall Probleme, die vom Ausland verursacht worden sind, beziehungsweise von Vorgängerregierungen. Ein Robert Habeck hat alles richtig gemacht und sich als super Krisenmanager erwiesen. Das hat ein Kretschmann an dieser Stelle ausgeführt. Selbstkritik, Kritik an Robert Habeck, Fehlanzeige. Man hätte ja auch mal das Wort Kernkraftausstieg in den Mund nehmen können und das kritisieren können. Hat man natürlich nicht. Ich meine, ein Kretschmann ist ja immer noch bei den Grünen. Aber interessant fand ich folgende Stelle, da ging es nämlich auch wieder um die Gründe und warum ein Habeck eben nicht schuld ist an der Rezession in Deutschland, nämlich das Fehlen von russischem Pipeline-Gas. Und hier wird mal wieder so von einem Kretschmann getan, als ob das nur die Schuld von Putin wäre und nicht etwa eine bewusste Entscheidung auch der deutschen Regierung gewesen wäre, kein weiteres russisches Gas mehr zu beziehen. Träge hatten. Also man sieht, die Sache ist wirklich kompliziert. Aber nochmal zurück zu Habeck. Ja, der ist der gute Wirtschaftsminister. Der hat angefangen, der wo wir in einer schweren Krise waren. Ja. Russland hat das Gas abgedreht. Ja. Und ich erinnere mich jedenfalls noch gut dran, wie wir durch den Winter kommen mussten. Und das hat er hingebracht, in einer schweren Krise dieses Land davor bewahrt, dass es richtig abgerutscht ist. Ich erinnere mich ja deswegen dran, ich habe den mal gesagt, in dieser Energiesparforderung, man muss nicht immer duschen, der Waschlappen ist eine gute, brauchbare Erfindung. Das ist einer Ihrer Top Ten, das stimmt. Aber das war doch ein Ergebnis dessen, dass wir alle Furcht hatten, durch diesen Winter nicht zu kommen. Okay. Also er kann mal Krisenmanagement. Okay, gut. Eine weitere sehenswerte Szene gab es auch noch. Da ging es um die Windkraft und darum, dass ein Herr Kretschmann selber die ganzen eigenen Ziele nicht einhält, worüber ich persönlich froh bin, aber was natürlich für ihn schlecht aussieht. Und hat er sich wirklich einfach nur um Kopf und Kragen geredet, aber sehen Sie selber. Sendung, etwas versprochen, das bezieht sich auf den Tag heute und wir hören noch mal rein. Woran dürfen Sie denn messen nächstes Jahr? Wie viel haben Sie nächstes Jahr am Start, Windräder? Das kann ich Ihnen natürlich nicht sagen, ich baue die ja selber nicht. Schade. Ich schaffe ja nur die Bedingungen, dass sie gebaut werden. Aber sagen wir mal, im Übernächsten müssen es sicher über 100 wieder sein. Da können Sie mich dann beim Wort nehmen. 2024 über 100 Windräder. Wie viel sind es, Herr Kretschmann? Knapp 20, wenn wir Glück haben. Knapp 20? Ja, gut, das Das letzte Mal haben Sie hier gesagt, also wir müssen jetzt quasi den Weg frei machen und das schaffen wir jetzt. Und wenn Sie also es diesmal nicht geschafft haben, sind Sie diesmal alleine schuld? Nein. Ich habe ja davor gesagt, ich baue sie nicht. Dann habe ich gesagt, sagen wir mal. Ja gut, aber wir haben jetzt, 17, die schauen Sie, meine Hausaufgaben habe ich gemacht. Wir haben die Genehmigungszeiten, die waren früher bei 7 Jahren, die haben wir jetzt auf 7 Monate runterbekommen. Ja. Das ist mein Job, habe ich gemacht. 1,5 Jahre Taskforce, um das hinzubekommen, ist übrigens eine gute Blaupause für den Bürokratieabbau. Mhm. Also ich habe meine Hausaufgaben weitgehend gemacht. Jetzt sind 160 sind fertig genehmigt. 180 sind im Genehmigungsverfahren und
jetzt wird es kommen, aber ich habe mich in der Zeit etwas getäuscht. Weil es treten einfach Schwierigkeiten auf. Ich habe erst vor einer Woche in Windpark eingeweiht. Mhm. Es hat noch mal ein Jahr länger gedauert, weil der Lieferprobleme etwa mit dem Transformator hatte. Also, ja. Und wir bauen selber nicht. Ja. Und die Lehre aus dem, was ich gesagt habe, sowas darf man einfach nicht machen. Ja. Man darf nicht Zahlen in die Welt setzen, für die man selber nicht herstellen kann.